Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden heute gemeinsam einen Liebesbrief machen von deinem Gegenüber an dich. Und bevor wir damit anfangen, für diejenigen, die regelmäßig oder die Meditation aktiviere, die Göttin in dir kennen, wo ich wirklich auch sehr viel gutes Feedback bekommen habe, die habe ich heute Morgen tatsächlich auch auf Wunsch als Subliminal hochgeladen. Das heißt, Affirmationen werden von deinem Unterbewusstsein aufgenommen, die sind auf einer bestimmten Frequenz, nur nicht für dein Ohr hörbar, sodass dein kritischer Verstand gar nicht erst diese Affirmation hinterfragen kann. Die Affirmationen wurden 1:1 aus der Meditation Aktiviere die Göttin in dir übernommen. Ich verlinke das Video am Ende diesen Videos und mache auch den Link hier unter dieses Video in das Kommentarfeld. Gut, dann fangen wir jetzt an mit dem Liebesbrief und wir nehmen zuallererst eine Hauptenergiekarte. So. Ja, also your commitment is being tested. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich werde jetzt gleich zwei Kartendecks auslegen, die wir auch intuitiv ziehen werden. Genau, also hier wird quasi sozusagen eure Verbindung gerade getestet. Wir gucken jetzt natürlich auch gleich weiter hier rein, wie das genau gemeint ist. Genau, wir nehmen zuallererst mal das Tarot, das legen wir hier aus. Was hat dein Gegenüber dir zu sagen? Okay, und dann noch die Karten der Liebe von Chuck Spezzano. So, dann schauen wir mal, was hier genau die Botschaft ist. Was möchte dein Gegenüber dir noch sagen? Okay, also wir haben hier die 6 der Stäbe. Ja, das spricht tatsächlich auch für den Wunsch, wirklich auch Erfolg in eurer Verbindung zu haben. Lass uns mal noch eine Zusatzkarte nehmen von den Karten der Liebe und die Selbsthingabe. Ja, also hier deine Person oder dein Gegenüber hat tatsächlich gute Absichten zurzeit. Also er möchte dir wirklich auch sagen, dass er sich wünscht, dass diese Verbindung zwischen euch zu einem Erfolg wird, auch langfristig. Und dass er sich grundsätzlich oder auch tief in sich heraus wünscht, dir sein Herz zu schenken. Aber irgendwie nehme ich auch wahr bei diesen Karten, deshalb auch die Mondorakelkarte, Your Commitment is being tested, dass ich das Gefühl habe, dass dein Gegenüber vielleicht auch bei dir so ein bisschen so eine Hemmschwelle empfindet, dass das Herz nicht ganz geöffnet ist, ne? Und das ist überhaupt kein Vorwurf an dich, das ist oft so in diesen Dynamiken, ne? Dann sind beide misstrauisch, vor allem Menschen, die eine Vergangenheit haben. Und wenn beide misstrauisch sind oder das Herz nur halb geöffnet ist, dann ist es wirklich sehr schwer, auch Vertrauen aufzubauen. Und da ist man dann oft auch Spiegelpartner. Ja, deswegen ist es auch oft so, wenn der eine anfängt, sich komplett zu öffnen, dass der andere sich dann irgendwo auch traut, sich mehr zu öffnen und dieses Vertrauen aufgebaut wird. Und hier habe ich irgendwie, bekomme ich hier rein in dieser Verbindung, dass da noch so eine kleine Hemmschwelle ist, manchmal so ein komisches Gefühl ist, dass er dich manchmal auch nicht so richtig einschätzen kann, du ihn dann wahrscheinlich auch nicht so richtig einschätzen kannst und dann manchmal so ein bisschen so Missverständnisse da herrschen, ne? Aber wie gesagt, dein Gegenüber wünscht sich grundsätzlich hier wirklich diesen Erfolg zwischen euch beiden und dass ihr beide auch dieses Vertrauen reinbekommt, ja? So, dann gucken wir mal weiter. Upsa. Ja, wir haben hier die 4 der Kelche. Dein Gegenüber hat so ein bisschen, was heißt Angst, aber Bedenken, dass du gar nicht mehr so viel Interesse an diesem Menschen hast, dass du gelangweilt zurzeit wirkst oder eher distanziert. Du gibst vielleicht nicht mehr so viel dir Mühe, wie du es vielleicht mal getan hast. Ja, das kann natürlich auch aus diesem Missverständnis heraus resultieren, weil du vielleicht genau das Gleiche von ihm denkst. Und wie gesagt, hier in dieser Legung kriege ich gerade total das Spiegelprinzip rein. Und ich kann jetzt nur aus Sicht deines Gegenübers sagen, dass er wahrnimmt, dass du nicht mehr ganz so interessiert wirkst auf, also ne, so in seine Richtung, wie es vielleicht mal war. Er ist sich gerade sehr unsicher, ob du überhaupt noch Interesse an ihm hast, ne, weil er das nicht mehr so wirklich spürt, wie es mal war. Du hast da sicherlich deine Gründe für, wenn du jetzt hier mit in Resonanz gehst. Wir reden aus Sicht deines Gegenübers. So, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir hier? Die Unwiderstehlichkeit. Ja, und genau das macht dich natürlich schon wieder so unwiderstehlich, ne, dass er, das ist dann wieder so dieser Jagdtrieb, der dann entfacht wird, dass dein Gegenüber jetzt wieder vorhat, sich mehr Mühe zu geben. Ja, weil er möchte sozusagen die alte Person mit der alten Verhaltensweise, die so ein bisschen euphorischer war, sage ich jetzt mal, zurückhaben. Und ja,
umso, sag ich mal, gelangweilter oder distanzierter du wirkst, umso unwiderstehlicher wirkst du auf diesen Menschen, ne? Weil da ist so dieser, wie gesagt, dieser Jagdinstinkt schon wieder so entfacht bei diesen Menschen. Ja, also das ist dann wieder so nach dem Motto, du bist gerade eine Challenge für diesen Menschen, wo er sich oder auch euch beiden beweisen möchte, dass er wieder dein Interesse wecken kann. So bekomme ich das hier rein. Ja, und er ist gerade Feuer und Flamme, er ist gerade mega motiviert, ja, in deine Richtung etwas zu unternehmen. Wie gesagt, und das macht jetzt auch wirklich Sinn mit diesem am Anfang, your commitment is being tested. Also er ist sich gerade sehr, sehr unsicher, dieser Mensch in Bezug auf dich, ne? Er kann dich schwer einschätzen und er weiß, dass jetzt irgendwie gerade irgendetwas auf der Kippe steht zwischen euch. Und deshalb ist er hier gerade so, dass er Pläne schmiedet. Er möchte irgendetwas mit dir planen, wo wieder dieses Band zwischen euch gefestigt wird durch Leichtigkeit, durch einen schönen Moment, dass ihr gemeinsam lachen könnt. Ja, also er versucht da irgendwie etwas zu planen, wo er dich wieder mit einem Lachen so auf seine Seite ziehen kann. Ja, das bekomme ich hier rein und da kannst du auch relativ schnell mitrechnen. Vielleicht lädt er dich ja auf ein Konzert ein oder zu einem Abendessen oder irgendwas ist da geplant. Ja, dann haben wir hier die Vier der Schwerter und dann möchte ich mal eine Klärungskarte haben. Die Manipulation haben wir hier. Ja, das ist ja interessant. Guck mal hier, vielleicht hat dieser Mensch schon mal Erfahrungen mit Manipulation gemacht. Ne, es muss nicht mit dir gewesen sein, sondern, weil man sieht hier auch so eine Frau, die mit der Handpuppe so ein bisschen spielt. Und da wir ja die Vier der Schwerter haben, kann das auch sehr gut eine Energie aus der Vergangenheit sein. Dass dieser Mensch grundsätzlich ein Problem hat, wirklich tiefes Vertrauen zu haben, weil dieser Mensch schon tief in sich ein bisschen verunsichert ist. Nur mal so ein Szenario, ja, ihr kommt euch wieder näher oder du sagst ihm, du liebst ihn, ne? Oder irgendetwas Schönes und dann wird er misstrauisch und hat dann irgendwie so ein bisschen Angst, ist das ehrlich gemeint oder ist das nur eine Manipulation? Da kommt mir so wirklich so eine Angst bei diesen Menschen durch und das kann wirklich sein, dass er so Themen einfach von früher schon mitgebracht hat, weil wir hier auch die Vier der Schwerter haben, die hier auch geheilt werden dürfen, ja? Und wir haben ja auch am Anfang gesehen mit dieser Hingabe, dass ich das Gefühl habe, dass eben da auf beiden Seiten das Herz nicht komplett offen ist. Ne? Bei dir mag das einen Grund eben haben, einen bestimmten Grund. Bei ihm hat das den Grund, dass er Angst hat, einem Menschen zu vertrauen oder sein Leben anzuvertrauen, sage ich jetzt mal, seine Liebe anzuvertrauen, sein Herz anzuvertrauen und dann reingelegt zu werden. Ne? Genau, das muss überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Das kann wirklich eine komplette Projizierung aus der Vergangenheit sein, die er mit in die Gegenwart nimmt. Und genau, das darf hier wirklich auch geheilt werden. Da kann ich dir einfach nur den Tipp geben, versuch gar nicht einen Menschen zu überzeugen, sei einfach immer authentisch, dann kannst du dir niemals was vorwerfen. Und ich bin sowieso der Überzeugung, ich sag mal, wenn man dauerhaft mega authentisch ist, dann spürt das der andere und wenn er dann immer noch misstrauisch ist, dann ist das einfach auch ein Thema, was nur dieser Mensch alleine heilen kann. Da kannst du diesem Menschen auch nicht helfen, ja? Genau. So, dann schauen wir weiter. Ja, die 10 der Stäbe, der hat unheimlich Angst, wenn du nicht schon die Situation sogar verlassen hast, dass du ihn verlassen könntest. Ja, also hier habe ich einen extremen Rückzug von dir und das ist ja auch das, wir hatten ja am Anfang die 4 der Kelche auch, ne? Also dass du zurzeit wirklich gelangweilt wirkst, beziehungsweise nicht weiterhin interessiert, so wie es mal war, an ihm wirkst und genau, das kann wirklich sein, dass du ihn verlassen hast oder dass du gesagt hast, wenn es jetzt nicht anders wird, dann beende ich das hier und du hast dich dann zurückgezogen, ne? Und das spürt dieser Mensch extrem und
Deswegen auch dieses Mondorakelkarte, Your Commitment is being tested. Es steht gerade wirklich so an dieser Weggabelung, wie es bei euch beiden weitergeht. Ich habe das Gefühl, dass dieser Mensch sich jetzt nochmal richtig viel Mühe geben möchte, um dich wieder zu überzeugen, auf seine Seite dich zu ziehen. Allerdings nehme ich auch wahr, solange dieser Mensch sein Herz nur halb öffnet, ne, oder vielleicht ist es auch bei dir so, dass da Misstrauen als Spiegelpartner herrscht, dass es langfristig natürlich wieder zu einer Wiederholungsschleife kommen könnte. Das heißt, einer von euch, dass der dann einfach anfangen sollte, wenn man das überhaupt möchte, das Herz komplett zu öffnen, einfach sich mit Mutter Natur zu erden und Vertrauen zu haben. Und genau, weil mit Misstrauen, sag mal, ob es jetzt nur bei ihm ist oder auch vielleicht bei dir, weil man spiegelt sich, ne, ist der eine Misstrauen, spiegelt man das dem anderen, ist es halt sehr, sehr schwer, dann auch eine Harmonie, so eine enge Vertrautheit reinzubekommen, ohne dass man ständig Fragezeichen hat, ja, genau. Aber das, da hier merke ich schon, dass deine Person gerade sehr motiviert ist, sich wieder mehr Mühe zu geben. Und genau, ja, weil die Sehnsucht in deine Richtung ist gerade wirklich sehr groß, ja, also er guckt sozusagen in die Ferne, er guckt zu dir, auch jetzt in der Distanz malt er sich tatsächlich auch schon ein paar Pläne mit sich aus oder wie wäre es, wenn wir in 10 Jahren so und so zusammen leben würden, ja, dass er schon auch so Träumereien hat, wie wäre es, wenn, na, das ist so, ob er es bewusst oder unbewusst macht, auch so eine Art Manifestieren. Genau. Lass uns noch eine weitere Karte nehmen. Ja. Ja, und er hat hier, guck mal, hier haben wir noch die Kontrolle. Er hat auf jeden Fall die Kontrolle über dich verloren. Ne? Vielleicht hatte er früher das Gefühl, dass er dich kontrollieren konnte. Ne? Aber jetzt eben hast du eine Seite an dir gezeigt, die neu für diesen Menschen ist. Ne? Dass du nicht mehr interessiert wirkst. Und da natürlich auch hat er das Gefühl eines Kontrollverlustes. Ne, und ja, das ist auch so ein Ding, was er erstmal mit seinem Ego so ein bisschen vereinbaren muss, aber dennoch ist die Sehnsucht in deine Richtung sehr hoch, ja. Genau, es kann tatsächlich auch wirklich sein, natürlich die Zukunft auch mit dir mal so Visionen zu haben, aber auch natürlich vergangene Situationen sich nochmal anschauen und dann wirklich so zu denken, ach, ich wünschte mir diese Situation wieder herbei, ne, so kommt mir das rein, genau. Aber dieser Mensch hat gerade total das Gefühl, die Kontrolle über dich verloren zu haben, genau, ne, weil du eben vielleicht nicht mehr dich so leicht darauf einlässt, auf Wörter beispielsweise. Ja. So, dann haben wir hier den Page der Schwerter und auf Wolken schweben. Es kann sehr, sehr gut sein, dass dieser Mensch dich entweder stark beobachtet oder sich nach dir ausfragt, also andere Menschen ausfragt, was du so den lieben ganzen Tag machst, ja, oder du postest einfach auch Dinge, was du alles unternommen hast und das sieht er, ne? Egal, was er von dir mitbekommt, irgendetwas bekommt er gerade von dir mit, egal auf welchem Wege, aber das entfacht ihn eben auch nochmal mehr, dass er jetzt wirklich auch motiviert ist, in deine Richtung nochmal Schritte zu unternehmen, weil da wieder so ein paar Schmetterlinge hochkommen, sage ich jetzt mal. Und wir haben ja auch am Anfang gesehen, ne, der tiefe Wunsch ist ja eigentlich, erfolgreich mit dir zu werden. Ne? Aber man sieht halt einfach auch in der Legung, dass da noch so ein paar Altlasten mitgenommen worden sind, sei es jetzt nur bei ihm oder vielleicht auch bei dir. Und dass man hier tatsächlich noch an der Herzöffnung etwas machen kann, um da wirklich auch diesen Erfolg zu bekommen. Wie gesagt, bei dieser Legung kriege ich gerade extrem diese Weggabelung rein. Ihr werdet auf jeden Fall nochmal Kontakt haben, sage ich mal. Er wird sich auch wirklich Mühe geben. Und dann geht es wirklich um die Wurst. Lässt man sich nochmal in diese misstrauische Schleife rein verwickeln oder macht man eben etwas anders? Da gibt es doch auch diesen Spruch von Einstein. Erwarte nicht, dass etwas anders läuft, wenn immer alles gleich bleibt. Ne? Also wenn man eine Veränderung möchte, dann muss man auch grundauflegend irgendetwas verändern. Genau, dann nehmen wir noch zum Abschluss ein Liebesorakel, eine Liebesnachricht. So, hier haben wir auf ewig, respektiere den Ort im anderen, in dem
allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Ja, finde ich total schön und auf ewig. Das ist hier natürlich, ne, auch der Wunsch von deinem Gegenüber. Wir haben es ja auch am Anfang gesehen, der Erfolg, der Wunsch nach diesem Erfolg. Also visualisiert tut er das schon wirklich ganz gut. Ne? Die Frage ist dann immer, kann man es dann auch wirklich umsetzen? Und da sind meiner Meinung nach auch oft beide Parteien genau mit verwickelt oder dran beteiligt. Ja, deshalb schau bitte immer, ob du in Resonanz damit gehst. Das war eine allgemeine Legung und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Macht's gut. Tschüss.